Wir fahren jetzt ganz entspannt zu unserem ersten Angelplatz. Mike, unser Captain, fährt uns ganz ruhig darüber. Es sind kaum Wellen, ganz entspannte Fahrt. Super. So, meine Lieben, ich habe mir mal gedacht, jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit. Wir sind mit dem Boot hier in ein ruhiges Ufer, in den Uferbereich gefahren und machen mal eine kleine Vorstellung der Ausrüstung, die wir benutzt haben bei unserer Tour jetzt. Wir haben mal viele Meerforellen gefangen, viele Makrelen. Also, wir fangen mal an mit der Pro Expert hier. Das ist eine Spin- und Jig-Rute. Die hat ein Wurfgewicht von 60 bis 120 Gramm. Das war sehr... Ja, wie soll man sagen, das ist ein Allrounder-Jig-Rute vom Boot, 240. Und dazu die Rolle, ein kleines Arbeitstier von Jensi, die Seamaster. Nichts, ich sag mal, nichts Besonderes, aber tut ihren Dienst. So, und dann haben wir die Makrelen gefangen mit, hier seht ihr, so einem klassischen Makrelen-Paternoster. Da ist eine kleine Leuchtperle dran. 5 Anbissstellen, die waren auch zum Teil voll. Leider lief nicht immer die Kamera, aber das ist halt so, ne? Und als Gewicht unten, ja, eigentlich gedacht war ein Bergmann-Pilker. Das hier ist jetzt aber ein doppelter. Und das Geile ist, dass man die am Sprengring auch zusammenfassen kann, ne? Dann habt ihr eben hier 180 Gramm Gewicht, dann passt das. Weil die 100 Gramm waren hier bei der Strömung, das ging hier hin und her mit den Gezeiten und so. Das war der Hammer. Hat gut funktioniert. Vorfachmaterial hatten wir schon benutzt. Das war hier Flocarbon, ne, von Dega Centron. Auch total gut, hat gut funktioniert. Und wir haben noch mal extra so ein paar, ich sag mal, kräftigere Wirbel genommen, die auch seewasserfest sind. Die sind halt also salzwasserfest und das ist auch eine schöne Sache. So, was einmal funktioniert hat an der Brücke aus der Filmaufnahme, auch hier die 60 Gramm Pilker. Damit kamen wir auch noch mal runter. Da gab es dann eben ein paar Dorsche. Ja, und vorenthalten will ich euch natürlich auch am Ende nicht die schönen Fische, die wir gefangen haben. Also hier die Makrelen, und das sind keine kleinen. Also die, wir haben gestern Makrelen gefangen, die waren vielleicht halb so groß. Und heute haben wir Schwärme gehabt, wo die Fische halt so 35, 40 Zentimeter sind. Ne? Also wirklich fester, fester, toller Fisch. Super. Und wir haben, wie ihr seht, hier einen ganzen Eimer voll. Dann nochmal einen anderen Tipp. Eis auf dem Boot immer schwierig, aber für die Fische, für die Haltbarkeit, damit die nicht so schnell verderben, auch wichtig. Wir haben einfach Getränkeflaschen genommen. Ihr seht ja, hier ist noch ein bisschen Eis drin. Wasser rein, aus dem Wasserhahn, ins Eisfach und dann am nächsten Tag mitgenommen. Und es hält fast den ganzen Tag, seht ihr, ne? Haben wir gestern auch gemacht. Die Fische waren also alle noch gut genießbar, wir haben sie auch schon gegessen, alles in Ordnung. So, da muss man nicht gleich zurückfahren und ja. Wir versuchen jetzt hier in dem ruhigen Bereich, gibt es auf der Nordseite dieses Küstenabschnitts hier auch noch einen Teil mit den Troutwerk Inlinern, wollen wir noch mal versuchen, eine Meerforelle zu erwischen. Das Wasser ist hier gestiegen. Der Wasserstand ist höher und es ist vom Gefühl her heute so, die Sonne scheint, mit Wolken abwechselnd. Das irgendwie haben wir so im Gefühl, als wenn das noch klappt jetzt in den Abendstunden. Mal sehen. Vielleicht klappt's, dann gibt es natürlich auch noch eine Aufnahme. Okay, also wir gehen jetzt noch angeln. Ciao!